Ja, moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und ja, willkommen zum neuen Let's Play. Wir haben Police Stories hier hinter uns gebracht und ich hatte wieder Bock auf ein Ballerspiel. Da ich es bis jetzt immer noch nicht geschafft habe, ins Kino zu gehen, dachte ich mir, hey, nimm doch das Geld und kauf lieber das Spiel. Und somit habe ich jetzt hier Terminator Resistance. Da geht es sowieso in die Zeitepoche von Terminator, die mich am meisten interessiert. Nämlich die Zukunft. Oh, so ein in 2 Meter groß in meinem Wohnzimmer mit diesen leuchtenden Augen. Fabelhaft. Das wäre ein Träumchen. So, ich mach mal die Musik. Ah, wenn das die originale Musik ist, kann die eigentlich laut bleiben. Allein mit der Mucke kriegt man schon Bock. Ich wollte mal kurz gucken, wie diese Grafikeinstellungen sind. Was ist das für eine Mega-Auflösung? Okay. Alles auf episch? Na gut. Dann starten wir es doch einfach mal. Ja, komm, wir sind ein Corner. Wir spielen auf normal. Alles andere wird sich zeigen. Ich bin wirklich gespannt. Man muss auch sagen, es ist ja von der Firma Tycon oder wie die hieß. Die ist ja bekannt für das beste Spiel ever, Rambo nämlich. Und wenn ihr mal was von diesem Spiel sehen wollt, guckt das Video von Angry Joe einfach mal bei YouTube eingeben. Angry Joe und Rambo. Und ihr werdet eine halbe Stunde super unterhalten. Und dann, wenn ihr das Spiel gesehen habt, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass die das hier gemacht haben. Terminator. Haben sich immens verbessert. On August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing we'd seen before. Ja, wie im Film. Super. Finde ich schon toll. Come on, come on. Where are the others? Where's the rest of the resistance? I don't know. No! No, no! No. Ey, scheiß auf den Funk! I'm through. This is Private Jacob. I know who you are. Ah, da werden Kindheitserinnerungen wach. Ganz kurz. Muss ich mal die Kindheitserinnerungen nochmal unterbrechen? Es ist irgendwie lauter als gedacht. Machen wir nochmal einen Tuck leise, damit euch die Ohren nicht wegfetzen. Wo seid ihr denn? Hallo? Allein diese Geräusche, diese Musik im Hintergrund. Ah. Habt ihr auch damals bei den VHS-Kassetten diese Zukunftsszenen so auf Slow Motion mal weitergemacht, um alles zu sehen? Ich fand das damals geil. Aua. Wir müssen gucken, Junge. Eigentlich müssen wir entkommen. Ach so, da werden uns gerade Tipps gegeben. Wo
Oh, offenes Gelände. Weg, 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 weg. Now go right. Da soll ich hinlaufen? Ah, ich bin noch die. Das sind doch alles die Zivilisten, die haben keine Waffen. Ah. Tot? Ich wollte den Flieger noch mal sehen, ja? Nee, doch nicht. Talk to me. I am. Who are you? It doesn't matter. Right now you need to find a way to get out of there. Bleirohr. In der Zukunft, was will ich mit einem Bleirohr? Als Nahkampfwaffe einsetzen. Sicher. Wie soll ich denn damit erschrecken? Mist, jetzt habe ich den Text nicht gelesen. Verdammt! Ah. Das war die F-Taste. Na, damit mache ich so ein T-800 oder sonst irgendwas alles platt. Bleirohr. H ist für Heilung. Handelsressource, Bier. Kippen sind gute Handelsressourcen, okay. Oh, man kann Türen wieder schließen. Also ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Stress. Darum gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Da ist ein Kabel und eine Kombizange. Ne, sind alles Kabelreste, okay. Oh, hier Schuhe im Sale. Für Kyle Reeves, oder wie der hieß da. Der braucht Turnschuhe, wenn er in die Vergangenheit reist. Ich merke gerade, ich muss die Filme, glaube ich, mal wieder gucken. Hä? Ach, ich muss die gedrückt halten. Okay. Einfach auf E drücken geht nicht. Oh, das sind echt neue Schuhe hier, ne? Von Nova. Eine Autobatterie könnte man vielleicht gebrauchen. Sowas kann man auch gebrauchen, quasi. Man muss ja irgendwie selber Waffen bauen. Ich würde alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Ja, die finde ich ja super. Diese Dinger. Ah, ich finde, die sehen einfach cool aus. Ja, wir entkommen doch. Ah, ich finde es schade, dass ich die Kühlschränke oder so nicht aufmachen kann. Hm? Ah, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich bisher an dem Spiel so vorab gelesen habe. Für mich persönlich. Ich möchte so eine Ultra-Vision-Brille gar nicht nutzen und durch Wände gucken. Das ist irgendwie, ne. Wenn es der Terminator kann, kann ich es verstehen, aber normaler Mensch. Ich lese mal vor. Mit der Ultra-Vision-Brille kannst du Feinde durch Wände und andere solide Objekte innerhalb eines begrenzten Radius sehen. Wenn du sie einsetzt, kannst du keine Waffen benutzen und deine Bewegung wird langsamer. Drücke V, um die Brille zu aktivieren. Stop! Oh, über uns sind wir die auch. Ich find's gerade cool, wie sie da so gehen. Na doch, da sieht man sie. Schön.
Mist, jetzt rege ich mich wahrscheinlich drüber auf über diese Brille. Und benutze sie in dem Spiel wahrscheinlich jedes Mal. It's clear. Und dann verschwinden sie da hinten, okay. There should be a gun in there. Pick it up. Next, there's a vent hidden behind a picture. It will lead you out of there. Okay, eine Pistole. Ich weiß noch nicht, was ich mit der Pistole gegen so einen Terminator machen soll. Aber ich denke mal, wir kriegen noch später Plasmawaffen. Ich glaube, die hatten Plasmawaffen. Keine Laser. Tee für Taschenlampe, ist so hell genug. Aber wer weiß, vielleicht gibt es noch andere, kleinere Viecher. Bei Teil 4 waren sie ja auch so ein bisschen... Haben wir noch so neue Terminatoren eingebaut. Leider hat mich einer ein bisschen an Transformers erinnert. Ups. Die Erfassungsanzeige zeigt visuelle und akustische Erfassungsstufen einer Skynet-Einheit in Echtzeit an. Wenn die Anzeige rot wird, wurdest du von den betreffenden Feinden erfasst. Ja. Alles richtig gemacht. Spider Scouts ahead. Keep that gun ready. Or sneak past them if you don't want to engage. Spinnenscouts? Oh, die halten natürlich ein bisschen was aus. Kommt her, ihr Scheißdosen. Die wissen wahrscheinlich... Kann ich Leichen durchsuchen? Ah, der Munition. Das ist ja fantastisch. Verdammt, Kleiner Wichser! Was ist das denn? Erfasst? Da kommt noch einer. Okay, die kommen nie als alleine. Gut. Das sind schon mal gute Ersatzteilspender. Und ich finde es cool, dass wir auch diese alten Karren eingebaut haben. Die hier an jeder Ecke sind. What's there? Hetzt mich nicht. Hello? Ist ja scheiße hell hier. Aber die Terminatoren sehen uns ja auch so. Brauchen ja kein Licht. Chemische Verbindungen. Ja, wir können alles gebrauchen. Daraus können wir vielleicht Sprengsätze bauen. Da ich ein Schisser bin, mache ich mir die Tür hinter mir zu. Röhrenmonitor, ich habe schon ewig keinen Röhrenmonitor gesehen. Aha, geil. Ja, ich gucke mich irgendwie gerade zwei, dreimal um irgendwie. Ich will nichts verpassen irgendwie gerade. Right now, kiddo. I don't want to go with you. No, you don't, but we can't stay here. Who's there? Oh, thank God. You're from the Resistance. See, Patrick? He's going to help us. No, they're going to get us. Please, you need to help me. My little brother, he just won't listen. I'm not going. Leave me alone. I said leave me alone. Nö. Ich werde dich beschützen. Oder? Weil nicht, Kleiner. We don't have time for this, kid. Quit your crying and let's go. Okay, okay. I'm coming. I guess that's one way to do it. I'm Jennifer, by the way. I've heard there's an evacuation point near here. Yeah, I know. My people are organizing it. We're heading there right now. I'll take us there. Come on, let's go. Ja, die Gesichter hätten sie noch ein bisschen besser machen können, finde ich. I don't know.
I came here looking for them myself. So it's just you then. Wann hatten wir denn schon jeweils wieder... Es ist schon ewig her, dass wir mal ein schönes Terminator-Spiel hatten. Ist wirklich... Oh, da warte ich nochmal ganz kurz. Wie gesagt, die Gesichter sind bisher gefallen mir nicht so, aber mit dem Rest bin ich erstmal zufrieden. Bei dem kurzen Anspielen hier. Nee, lauf doch nicht weg, Jennifer. Ich will hier nochmal kurz in die Ecke gucken. Hätte sein können, dass hier irgendwer noch liegt oder irgendwas ist. Ich brauche Loot. This way. I thought Pasadena was safe. Nee, Pasadena ist nicht sicher. Until all the soldiers were pulled out from the area. Wozu brauchen wir Soldaten, wenn wir einen Heinrich haben? Through here. Oh, diese Geräusche im Hintergrund, das ist... Oh. Wahre Kindheitserinnerung. Terminators! Get down, get down! What's going on? E.T. ist ein Scheiß dagegen. Ich muss auch gesehen haben. Mal Glück gehabt. They're gone. Hat wohl einen Fehler in seiner Programmierung. This Erin, has she seen the annihilation line? Seen it? She's been on the other side of it. Tried to warn us, but we didn't listen. We're here. Ja, ich würde gern da mal woanders lang laufen. If you'd finally join us, where's your father? He's not coming. God damn it! Tell Ryan that we need to leave now. Ey, ich lauf noch nicht. Da liegt eine Leiche oder sowas. Ja, ich sollte eigentlich da mal hinlaufen, aber ich komme ja gleich nach, die warten auf mich bestimmt. Ich bin hier am Auskundschaften. Vielleicht findet man hier noch irgendwas Interessantes. Ich will mein Plasmagewehr, verdammt. Oder eine Schrotflinte. Irgendwas, was besser ist als diese Pistole. Okay, da traue ich mich nicht lang, da ist dunkel. Sieht bedrohlich aus. Hi, Wine. Oh, you're from the Resistance. Thank you for making sure that Jennifer and Patrick got here safe. Are you the guy I spoke to on the radio? Nah, I don't think so. I haven't been able to reach anybody for a while now, but listen. I know that Colin wants us to go, but... I don't know how I feel about leaving anyone behind. Jennifer just got here, and you said yourself that you heard someone on the radio. There could be other people out there. Don't you think somebody should go and look for them? I mean, you're from the Resistance. It's your call. Ich werde nach anderen Überlebenden suchen. Natürlich suchen wir. Ich will Loot haben und... I'll search for other survivors. Good, I'll get the bus ready. Wine gefiel das. Before you go, talk to Erin. She might be able to get you a med kit. Oh, and take this. You'll probably need it. Eine Waffe? Krieg ich da eine Waffe? Eine Uzi. Voll 80er-Style, oder was? Ist das eine richtige Uzi? Uzi, ja genau. Noch nicht mal hier hinten ausgefahren. Ohne Unterstützung quasi. Gibt es irgendwie... Das Inventar ist sehr schlicht, aber ich finde auch, das passt irgendwie. Fähigkeiten können wir auch noch kriegen, oder was? An diese Mission, Entschuldigung. Da sind Fertigkeiten. Ja, so ein bisschen Sprengstoff, Wissenschaft, Überleben, Tarnung. Hm.
irgendwie alles wichtig. Rucksack, umso mehr Sachen kannst du mitnehmen. Härte, keine Ahnung, was das sein soll. Schaden verringert sich, wow. Tarnung, damit man das gar nicht auffällt. Waffen, damit du wahrscheinlich bessere... Ja. Ja, Plasmawaffen, da sehe ich schon das Wort. Genau das braucht man in der Zukunft. So, ich lasse trotzdem erstmal die Pistole. Für die Spinnen reicht das ja. Und wir haben davon genug Schuss. Ja, sprechen wir mal mit dir mal ganz kurz. Ryan told me that you might have a medkit for me. Did he now? So I guess he's the one who rations out our supplies. If you really need it, you can have it. But our supplies are scarce, and I'd rather keep it for a real emergency. So you tell me, do you really need it or not? Nein, ich brauche es nicht. I'll manage without it. I'm glad you're more brave than Ryan. Und ihr gefiel das? Wir schleimen uns hier richtig ein bei den Überlebenden. Wahrscheinlich bringt das alles nichts, weil die beim nächsten Angriff eh sterben. Ist ja viel zu hell. Macht doch mal das Licht aus. Die werden euch finden. Es leuchtet hier alles. Und du willst die aufhalten? Okay. Chasing ghosts? That's what we do now? Fucking hero. Deine Waffe gefällt mir, du brauchst sie nicht mehr. Du wirst jetzt eliminiert oder terminiert. Moment. Ach, jetzt geht's. Hier ist Feuer aus. Jetzt können wir hier weiter. Ah, zu früh. Ich dachte, du bist schon kaputt. Ach, mieser Schütze. Ich bin ein so mieser Schütze. Oh, Leiche. Mehr Pistolenmunition. Das sieht eher nach einem Kampfläufer aus, mit dem ich mich nicht anlegen möchte. Ich kann die Gegner noch nicht einschätzen. Also die Spinnen, okay, die können wir umnieten, ist kein Problem, aber ein Kampfläufer? Fuck! Aua! Und ich sehe gerade, wir heilen nicht irgendwie automatisch. Anyone there? Ich habe auch gerade gesehen, die Pistole ist eine 1911er. So eine amerikanische klassische Pistole. No one's here. Dann müssen wir trotzdem gucken. Zahnpasta. Ah, da ist eine Spinne. Eine Spinne und dieser Kampfroboter, aber den möchte ich mich nicht anlegen. Handelsressource. Ah, die Tür ist offen, scheiße. Stoffe. Ich weiß gar nicht, wo der guckt, wo denn da bei dem oben oder unten ist. Habe ich gerade gesehen, den. Oh, Polizeiauto. Da ist auf jeden Fall die Spinne drin. Oh!
Gepanzerte Spinne. Gesundheit 69, Minigun. Cool. Aufklärer, unbekannt. Habe ich gesehen? Oh, der. Ich weiß nicht, ob das Rote vielleicht ein Schwachpunkt ist. Wenn man hier hoch kann in dem Gebäude, können wir ja mal gleich gucken. Is anyone here? Okay, hier sind auch mal Sachen, die man aufmachen kann. Ah, hier geht's wieder raus. Nothing. Durchsuche markierte Gebiete, haben wir gemacht. Ich versuche trotzdem jetzt mal. Wir konnten noch hier irgendwo hochgehen, oder? Scheiße. Wissen doch. Warten noch mal, bis er zu uns gekommen ist. Einmal umdreht. Und dann versuchen wir mal mit der Uzi. Hat die Einzelschuss oder sowas? Nee, ne? Aber mit der Uzi, ich weiß nicht, die ist doch zu ungenau. Ah, hat kaum Schaden gemacht. Kommt der ins Gebäude rein? Wow! Scheiße. Okay. Ich versuch's nochmal mit der Uzi. Man muss ja die Gegner kennenlernen, ne? Zeig mir einen roten Hintern da. Na, shit. Ah, Mann, dreh dich doch mal weg. Ja, die Uzi ist schon mal besser. Die holen wir uns noch, die Spinne, die holen wir uns noch. Kleines Arschloch. Fuck you. Yes. Oh. Gut. Die kann Skynet nicht mehr benutzen, wenn wir schon mal hier oben sind. Oh, schauen wir an. Stoffe. Und dann gönne ich mir mal einen Schluck Fritz-Cola. Ich muss sagen, ich fühle mich... Oh, hier ist eine Kiste. Ich fühle mich hier wohl in diesem Setting. Aber mal gucken, wie lange ich so gegen die Terminatoren aushalte. Oh, Gewehrmunition. Ah. Ja gut, der hat eine Minigun ganz normal gehabt.
machen. Fahrräder. Okay, hier ist nix. Oh, da ist eine Box, die sieht ganz gut aus. Anyone in here? Who's there? Oh, Laura is here. Hallo, Laura. Laura. I'm off. I've come to get you. There's an evacuation point not far from here. You need to get there fast. No, I'm not leaving. Have you seen what's out there? That giant spider, it's going to get us. You have to destroy it. I already took care of it. It's safe now. Oh, thank God. Thank you. Ja, gut, dass wir dann doch gegen die Spinne gekämpft haben, sonst wäre die gar nicht rausgekommen. I don't see anyone else. I'm heading your way. Ja, warte mal. Lass doch erstmal gucken, ob die hier noch was drin hat. Hier, guck mal. Minipack hat hier einfach rumliegen. Munition liegt hier rum. Als ob man das nicht gebrauchen könnte. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auf die aufpassen muss. Jetzt stratzt sie ja quasi los, ne? Nicht, dass hier noch Feinde unterwegs auftauchen. Jo. Da. Fuck. Wow, this reminds me of a good old duck hunt in the swamp. Nimm das, du Schrotthaufen. Oh, 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 oh. Ich muss mal die andere Waffe hier nachladen. Ah, noch mehr von diesen Kackdrohnen. Die Spinne muss ich nochmal drehen. Come on, let's clear the path. Ich muss leider looten, es tut mir leid. Erfasst vom Mass. Oh, da oben noch was. Jennifer, what's the holdup? Tin cans coming! Jennifer! Get in! Go, go, go! Hold on, we're getting out of here! Ja, da hat die Jennifer uns mal den Arsch gerettet. Versteck. Die Vernichtungslinie... Ja, Vernichtungslinie ist die Linie, welche die Lebenden von den Toten trennt. Aus einer Armee von Terminatoren, den ultimativen Tötungsmaschinen. Bestehend marschiert sie stetig voran. Ihr Ziel, die vollständige Auslöschung der Menschheit. Ja. So, Standardwaffen können Terminatoren keinen Schaden zufügen. Ja, das wissen wir. Können sie höchstens so ein bisschen aufhalten. In dem Film war es ja auch nur so. Größtenteils. Mark's about to pass out. We need to stop soon. Okay, we'll do that. I don't think we've been properly introduced. I'm Ryan. That over there is Erin.
She's a doctor of the group. Jennifer's a scavenger, and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. I'm Jacob. I'm a private from the Resistance. Pacific Division. Pacific? You're a long way from home. What you doing down here? My entire division was wiped out. I'm trying to get in touch with the South Division. I've got a message for Commander Baron. So it's true? The Annihilation Line's coming? It wasn't the Annihilation Line. It was something else. Then what was it? To be honest, I'm not sure myself. God damn it! That's as far as this piece of shit will go. Let's get off the road. Pull up over there. We got some time on them, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Aaron, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Sure. Jennifer, would you help me? Sure. Gut, dann kundschaften wir ein bisschen aus. Neues Erfahrungslevel, neue Fertigkeit. Die Regeln der Überlebenskunst. Fertigkeiten. So, wie viele Punkte haben wir denn? Wir können Tarnung, Waffen, Sprengstoff. Ach, es ist alles eigentlich so gut. Schneller lernen, dann kriegen wir wahrscheinlich mehr Erfahrung. Schlösser knacken, kriegen wir mehr Gegenstände. Dasselbe mit Hacken, Hacken auch. Herstellen. Ich werde, glaube ich, schneller Lerner nehmen. Ich weiß nicht, wie viele Punkte man hier noch kriegt. Haben wir noch einen zweiten Punkt oder haben wir nur den einen? Achso, da Stern nur leicht ein. Ja, ich weiß nicht, den Schrott müsste man wahrscheinlich aufheben. Daraus kannst du wahrscheinlich später Rohrbomben, Molotow-Cocktails und was weiß ich nicht noch alles bauen. Verbündeter. Jetzt kann ich mich hier mit ihnen unterhalten, oder? Der ist auf jeden Fall mir sympathisch. Sieht aber auch ein bisschen scheiße aus im Gesicht so. Tja, mit einem Auge sieht man besser, ne? Oh, guck an. Geht ja so ganz toll. Gleich mal wieder ein paar Sachen gefunden. Oh. Dietrich. Mittel. Ja, Schlösser knacken. Immer wichtig. Ich wollte gerade sagen, ich kann die Tastatur einsammeln. Nein, es sind die Kippen gewesen. Aber wo ist denn der Computer? Den Computer haben sie mitgenommen wahrscheinlich, ne? For the sake of this group, but you had one job today and you dropped the fucking ball. I don't have to listen to this shit. Sure, walk away, asshole. Werkbank. Werkbänke können genutzt werden, um gesammelte Ressourcen dazu zu nutzen. Ja, war geil. Eine Anzahl nützlicher Gegenstände wie Medikits, Munition oder Sprengstoff herzustellen.
Um fortschrittlichere Gegenstände herzustellen, musst du die jeweilige Herstellen-Fertigkeitsstufe erreicht haben. Ja, das ist schade, ja. Dietrich. Zweimal Altmetall. Ja. Herstellen. Machen wir gleich 8. Dann können wir nämlich gleich nochmal reingehen und nochmal um die Ecke gehen und gucken, ob wir das aufbrechen können. Noch mehr Altmetall. Sehr einfach, okay. Versuchen wir mal sehr einfach. Um ein Schloss zu knacken, musst du den Stift drehen, gleichzeitig versuchen, das Schloss zu... aber was? Ach, den Stift zu drehen und gleichzeitig versuchen, das Schloss zu drehen. Das Schloss kann nur vollständig 90 Grad gedreht werden, wenn du mit dem Stift den richtigen Winkel findest. Mit Ausnahme einer sehr einfachen Schlössern wird der Dietrich bei zu vielen Fehlschlägen... ja, versuchen zerstört, okay. Das ist so ein bisschen wie damals bei Fallout. Mal kurz gucken. Oh. Das Licht kannst du auslassen. Ich sehe ja so alles gut. Hui. All this for us? Nein, for me. Oh, did I startle you? Bist du immer ein Arsch? Are you always such an asshole? You know what? Now that I think about it, I guess I am. Since we're stuck here, I figured I'll go see if anything's creeping around the corner. I hear that you're looking for the Resistance, and where I'm heading, they used to have an outpost. I wouldn't mind backup while I'm out there. So what do you say? Buddies? Talk to Ryan and see if he needs anything. I'm moving out now. Let's meet at the bridge. And don't make me wait, will you? Hm. Also wir nehmen auf jeden Fall erstmal das Gewehr. Die M16. Das kann man handy. Ich hätte aber lieber eine AK. Was haben wir hier noch? Handelsressourcen. Rohrgranate. This will do some damage. Gut. War ja schon mal. Versuchen wir uns gleich noch an dem anderen Schloss. Ah, und hier ist auch irgendwo ein Händler. Draußen wahrscheinlich. Oh, Jennifer. Hey. Thanks for earlier. I may not agree with your methods, but they did get us out of there. Patrick's been through a lot, you know? I guess we all have. I just wish I could find something that would take his mind off all this. At least for a moment. Anyway, that's all I wanted to say. Gibt es irgendwelche Soldaten des Widerstands in Pasadena? Was geschah mit deinem Vater? Ach, die ist nicht erwachsen? Hä? What about your father? What happened to him? He protected us from a tin can. We were able to sneak out, but he had no chance. When I looked back, he was lying there, dead on the floor. I'm sorry, I don't think I'm ready for this. Ja, gab es irgendwelche Soldaten des Widerstands? Were there any resistance in Pasadena? They were stationed just outside of town since I can remember. But they moved not that long ago. We tried to convince ourselves that maybe we were safe, so they didn't need to be there anymore. But apparently we were wrong. Hm. Kein Spielzeug. Begib dich zum Lagerhausbezirk. Tja, wird nichts mit der PlayStation. Gut.
Ich würde sagen, damit die Folge nicht so lang wird, machen wir hier einen Break. Genießen die Sonne, das schöne Wetter, nicht die Landschaft. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt und wenn euch das Let's Play zu Terminator gefallen hat, lasst doch mal gerne einen Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.